Nach dem Nasdaq hat gestern nun auch der Leitindex S&P 500 ein Allzeithoch erreicht, während andere Indizes wie etwa der Dow Jones, der DAX oder auch der Russell 2000 da noch deutlich hinterherhinken. Und wir wollen uns mal angesichts des Glanzes dieses Allzeithochs die Differenz zwischen diesem Glanz, der von wenigen Aktien ausgeht, die die Indizes nach oben ziehen auf neue Allzeithochs, und dem Elend, das mit dem Rest irgendwie verbunden zu sein scheint, anschauen. Denn die Widersprüche hier, die sind doch ganz gewaltig. Aber schauen wir uns zunächst mal das Geschehen gestern, wie es sich hier dargestellt hat, an. Wir sehen den S&P 500 mit dem Allzeithoch Intraday. Vorher gab es ja schon ein Überwinden des Schlusskurses im Allzeithochbereich, aber eben nicht Intraday. Das ist gestern dann passiert. Dann folgte ein ziemlich scharfer Rücksetzer, wo Aktien gefallen sind, Gold, Silber gefallen ist, alles, was gegen den Dollar gehandelt wird, gefallen ist im Prinzip. Und dann die deutliche Erholung ziemlich dahin, wo man vorher gewesen ist. Aber schauen wir uns mal an, was eigentlich wäre, wenn wir nicht vom S&P 500 sprechen würden, sondern vom S&P 5, nämlich mit diesen fünf großen US-Tech-Werten: Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Microsoft. Dann hätten wir seit Anfang 2015 eine Vervierfachung des Index, denn diese sind würden jetzt bei 402 stehen, Ausgangspunkt ist 100, während der Rest, die 495 anderen Aktien im S&P 500, bei 130 stehen würden, also praktisch 30% zugelegt hätten. Das zeigt so ein bisschen die Bedeutung, das Gewicht dieser fünf Aktien, und das ist ja so lange kein Problem, wie es kein Problem ist, solange damit also keine Risiken verbunden ist, solange diese Firmen, deren Aktien hier so hussieren, nicht irgendwie in Schwierigkeiten sind. Jetzt muss ich das mal hier wegblenden schnell. Jedenfalls ist das natürlich eine Chance gewesen für die Märkte, aber es kann eben auch als Klumpenrisiko enden. Das muss man sehen. Wie stark die Abhängigkeit von einzelnen Werten ist, sieht man hier bei Apple zum Beispiel. 123% die Performance seit einem Jahr. Das hat dem S&P 500 alleine fast 17,5% gebracht, dem Dow Jones 7,3%. Warum beim S&P viel mehr? Weil beim Dow Jones ja die Gewichtung nach Höhe des Aktienkurses ermittelt wird. Also eine Aktie, die 200 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet wie eine, die 100 Dollar kostet, während im S&P 500 eben anders gewichtet wird, eben nach Marktkapitalisierung. Und da ist Apple ja mit knappe 2 Billionen nicht wenig sportlich dabei. Jedenfalls sehen wir halt, dass eben solche Konzentrationen massiv sind. Und warum Apple steigt, hat auch damit zu tun, dass es immer weniger Apple-Aktien gibt. Vor allem dadurch, dass eben Apple seine eigenen Aktien zurückkauft. Also das Angebot im Prinzip von Apple-Aktien verknappt. Und so entsteht so ein bisschen die Situation, dass man auf der einen Seite sich seitens der Investoren auf die wenigen Gewinner fokussiert, den Preis nach oben treibt, und der Gewinner selbst sozusagen das Angebot an seinen Aktien verknappt. Und so entstehen solche Kurssituationen. Ähnlich wie bei Tesla, die wir hier sehen. Absoluter Fahnenstangenchart. Gestern das erste Mal über 1.900 Dollar gehandelt. Hat sich da substanziell was verändert? Nein, es gab diesen Aktiensplit und man verkaufte täglich 1 bis 2 Autos. Das reicht ja schon. Dann haben wir hier zum Beispiel mal eine Referenz in die 1920er Jahre und folgende: General Motors. Damals auch sozusagen der ganz heiße Scheiß in Anführungszeichen. Und wir sehen, da ist zwischen 1924 und 1929 hat sich die Aktie auch fast verzehnfacht, ging von knapp oder von 10 Dollar auf gute 90 Dollar, dann folgte der Absturz wieder auf 10 Dollar, dann die Erholung auf fast 80 Dollar, Rückschlag etc. General Motors ist ja dann am Markt geblieben, ist weiterhin ein bedeutender Player gewesen, auch wenn sie heute oder heutzutage ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber wir sehen hier auch zum Beispiel Ready Corporation of America in den 20er Jahren. Ähnlicher Chart wie bei Tesla. Und dann ist es allerdings dauerhaft abgestürzt, also da folgte die Erholung nicht. Ähnlichkeiten und Parallelen zu solchen Charts zwischen Tesla und diesen aus den späten 20er Jahren sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Schauen wir uns auch mal an, wie der Nasdaq zum Beispiel ja weiter nach oben geht, der wieder mal natürlich ein neues Allzeithoch gemacht hat, während gleichzeitig der Breadth sich verschlechtert. Also man sieht, dass hier die Anzahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln im Nasdaq, dass die wieder abgenommen hat, obwohl der Index immer weiter nach oben gegangen ist, eben weil die fünf großen Player
die fünf großen Aktien immer weiter zugelegt haben. Und gleichzeitig sinkt das Volumen an den Aktienmärkten massiv. Wir sehen hier den Spider, das maßgebliche S&P 500 ETF. Da ist also immer weniger Action, immer weniger Saft, während das Volumen eben sehr hoch war im Abverkauf im März. Klar, Fluchtimpuls beim Menschen, dann fangen alle an zu laufen, während, wenn alles gut ist, alle sitzen bleiben in der Regel. Jedenfalls sieht man, dass das Ganze hier unter minimalsten Volumen passiert. Complacency, Vertrauensseligkeit ist das Thema. Und das, obwohl die Beziehungen zwischen den USA und China nicht gerade zum Besten stehen. Das war ja noch vor einigen Wochen, Monaten ein Riesenthema oder wäre es ein Riesenthema gewesen, wenn Trump wie heute Nacht gesagt hätte, ja, ich habe die Gespräche abgesagt mit China, ich wollte nicht mit China reden. Es gibt auch gar keinen neuen Termin für diese Gespräche, erinnern wir uns, es sollte ja eigentlich an diesem Wochenende zu dieser Videokonferenz kommen, die ist dann sang- und klanglos abgesagt worden. Die Chinesen haben zuerst gesagt, naja, die Atmosphäre war nicht da, jetzt kommt Trump und sagt, ich habe abgesagt, das ist so ein typisches Trump-Ding. Wahrscheinlich haben die Chinesen abgesagt, würde ich vermuten, weil sie sauer sind wegen TikTok und WeChat und dann sagt Trump, ja, ich habe abgesagt, um einfach sozusagen das Heft des Handelns zu demonstrieren, das er angeblich in der Hand hat. Jedenfalls ist das eben vielleicht perspektivisch eben auch ein Risiko für solche Firmen wie Apple, denn wenn hier die Verhältnisse sich verschlechtern, dann dürfte das auch für die US-Tech-Konzerne in den USA schwierig werden. Alleine der Bann von WeChat könnte Apple schon maßgeblich in Bedrängnis bringen am chinesischen Markt, weil kaum ein Chinese ein iPhone ohne WeChat kaufen würde oder auf dem WeChat nicht laufen kann. Jetzt ist die Frage, wie geht es denn weiter eigentlich mit der Situation in Sachen Stimulus? Die Demokraten sind bereit, hier den Republikanern entgegenzukommen, laut jüngsten Meldungen. Aber insgesamt haben bisher nur 7 US-Bundesstaaten überhaupt hier diesen Unemployment-Stimulus beantragt von $300. Da müssen die Staaten, die Bundesstaaten ja auch $100 dazu zahlen. Das heißt, diese Exekutivorder von Donald Trump, die steht so ein bisschen auf dünnen Beinchen, muss man sagen. Wenn praktisch die Staaten das gar nicht beantragen, dann wird es diese $300 auch nicht geben. Zur Erinnerung, jetzt Ende Juli sind ja die letzten Schecks, wöchentlichen Schecks von $600 nochmal ausgeliefert worden. Seitdem wartet man eben auf das nächste. Wenn jetzt zum Beispiel nochmal ein Stimulus von $1 Billion kommen würde, und das ist ja so um und bei die untere Schätzung, nehmen wir mal an, wir wären bei 1,5 Billionen an neuen Stimulus in den USA, dann würde das Defizit der USA zum BIP in diesem Quartal bei -27% liegen. Da wäre man also ganz knapp unter den Maastricht-Kriterien von -3%. Aber die Amerikaner, die sind da schmerzfrei, man verschuldet sich und der Rest der Welt zahlt. Das macht man schon lange und dann zeigt man mit dem Finger auf anderen und sagt, ja, ihr lasst uns ja anschreiben, ihr macht uns ja süchtig nach dem Geld, das wir konsumieren und über ihre Verhältnisse leben, ist klar. Schauen wir uns noch an, wie es dann bei den meisten oder bei vielen Leuten wirklich aussieht. Hier ein Artikel aus der Washington Post, wo eine farbige Frau sagt, ja, der Aktienmarkt ist auf einem Allzeithoch. Während ich praktisch keinen Job habe und ich kenne viele, fast alle meine Leute, die ich kenne, haben keinen Job. Jeder ist rückständig mit der Mietezahlung und viele von uns werden Obdachlose werden. Das ist dann die andere Seite. Das ist das Elend gegenüber dem Glanz der wenigen Gewinner an diesem Markt in diesen Zeiten insgesamt. Aber das ist natürlich nicht gefährlich. Das wird nicht bedeuten, dass die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet. Wir sehen ja in den USA Trump als Symptom dieses Auseinanderdriftens und nicht als dessen Ursache. Aber schauen wir unser paar Charts an, diesmal auf 4-Stunden-Basis. Hier der S&P 500 mit dem Allzeithoch. Es geht so kontinuierlich nach oben hier in den Charts von Capital.com. Wir sehen aber, dass zum Beispiel der Dow Jones dadurch einigermaßen weit weg ist von diesem Allzeithoch. Das hat man deutlich verfehlt. Da ist man weit entfernt noch.
Auch der Russell 2000, anders als der Nasdaq, der hier nochmal gezeigt werden soll bei 11.412, sehen wir den DAX eben hier so ein bisschen wabernd unterhalb der 12.900er Marke. Hier, wie gesagt, nicht wirklich Stärke erkennbar. Wir hatten gestern diese merkwürdige Formation rauf, dann wieder runter. Schauen wir uns noch an, was der Euro-Dollar zu veranstalten hat. 1.1939 und abschließend Gold. Das handelte bei 1.989, nachdem es gestern zwischenzeitlich mal ein bisschen nach unten gegangen war. Also, das ist der Glanz und Elend im Umfeld des Allzeithochs. Die wenigen Gewinner haben dieses Allzeithoch ermöglicht. Der Rest ist eigentlich gar nicht so gut aufgestellt. Das zeigt, wie sozusagen derzeit die Verfassung der Märkte ist. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.